der, wie schon erwähnt, kann leider nicht kommen aufgrund der Tatsache, dass er in Erlangen keine Dienstherrengenehmigung mehr bekommen. So, bitteschön. Ja, liebe Vorsitzende, Kolleginnen und Kollegen, Brustkrebsrisiko und Prävention, vielen Dank, Peter Fasching, für deine treue Unterstützung als Kapitelpartner. Es hat viel Spaß gemacht und ich bedauere sehr, dass er nicht hier sein kann. Ich möchte über die Dias, die ich Ihnen zeigen darf, wirklich nochmal das Nichtschadensprinzip in den Vordergrund stellen, das in der Prävention ja unbedingt unsere Leitmarke sein sollte und was ich jetzt auch durch die Slides so ein bisschen zieht, wenn ich Ihnen die Neuerungen zeige für dieses Jahr, die vor allen Dingen auf dem Gebiet der Primärprävention, also der prophylaktischen Operationen, bilaterale Mastektomie bei gesunden BRCA1-2-Mutationsträgerinnen und auch der Salpingo-Ophorektomie bei diesen Frauen sozusagen passiert ist. Aber lassen Sie mich zuvor noch mal kommen auf die Situation, der wir uns jetzt mehr und mehr gegenüberstehen sehen. Sie bekommen heute die Gentestung als nicht standardisiertes Genpanel angeboten. Das heißt, Sie werden konfrontiert mit unterschiedlichsten Änderungen, die in der Keimbahn gefunden werden. Ja, 24-25% der Mutationen liegen im BRCA1-Gen. Das sind unsere wichtigsten, zu denen wir auch die besten klinischen Daten zur Verfügung haben. Aber eben auch eine Reihe anderer Gene, wo Mutationen gefunden werden und wir natürlich den Menschen sagen wollen und sollen, welche klinischen Konsequenzen sie davon ableiten können. Ein gutes Beispiel dafür ist diese Folie hier, die wir eingebaut haben, um zu sagen, dass auf den Panels auch nicht, sagen wir mal, nur brustkrebsassoziierte Gene sind, sondern auch Gene, die andere Krebserkrankungen generieren können. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist das Li-Fraumeni-Syndrom, das durch eine Mutation im TP53-Gen verursacht wird. Und alle Daten, die wir derzeit bezüglich des Risikos für Mammakarzinom haben, stammen aus praktisch Li-Fraumeni-Familien. Das heißt, wir würden jetzt jeder Frau, die sich testen lässt und die eine solche Mutation hat, erstmal alle möglichen Krebserkrankungen offerieren, an denen sie erkranken kann, berücksichtigen dabei aber nicht eine vollkommen neue Situation, der wir uns gegenüberstehen sehen, nämlich die Tatsache, dass sie keinen Familienstammbaum hat, in dem Sarkome, Parotiskarzinome, Maibohmschen Drüsenkarzinome, Kinderkrebserkrankungen, vor allen Dingen Medulloretinoblastome vorhanden sind, sondern eben nur eine Frau vor 50 und eine andere nach 50 erkrankt. Und stimmen denn dann unsere Inzidenzen und stimmt es denn dann, dass wir diesen Mutationsträgerinnen umfangreiche Vorsorgeprogramme, zum Beispiel wie bei TP53, im Sinne des Toronto-Protokolls anbieten und nur kurz vom Ganzkörper-MRT über Hirn-MRT etc. können Sie erahnen, welche Höhe von falsch positiven Befunden wir da generieren, die es abzuklären gilt. Das bedeutet, wir haben eine Wissenslücke und nur als Aussicht darauf, wo geht die Reise hin, damit wir auch morgen, also sprich nächstes Jahr hier noch stehen werden, hoffentlich, um Ihnen zu sagen, was tun wir denn jetzt bei den New Kids on the Block? Ist es klar, dass wir nur dann klinische Ableitungen machen können, wenn wir die entsprechende Evidenz haben. Und genau da ist die Lücke. Wenn Sie mal sich dieses ACCE-Modell ansehen, dann ist das klar, ganz viel Input in die klinische Validität, die analytische Validität, aber der Major Point, den wir hier zu machen haben, ist, dass wir für den klinischen Nutzen den Beleg haben müssen. Wir wissen oft nicht, wie hoch ist denn dann die Prävalenz und Penetranz bei bestimmten Genveränderungen von Erkrankungen, was für Erkrankungen haben wir vor uns, sind die überhaupt früh erkennbar, so aggressiv, dass vielleicht nur Operationen in Frage kommen, möglicherweise helfen die dann oder sind konkurrierende Risiken durch andere Krebserkrankungen viel lebensbegrenzender und wichtiger für die Patientin. Und diese Daten benötigen wir für die Beratung, die Sie alle machen. Und da bin ich dem Kollegen dankbar, der von einem molekularen Tumorboard sprach, ja, von der Tumordiagnostik und den Mutationen dort. Aber in den Präventionsstandorten haben wir überall Gendiagnostikboards. Und wir sitzen da mit 30 Fällen genauso, wie wir im Tumorboard gesessen haben und bereden, was wir bei klinischen Varianten unbekannter Signifikanz tun, was wir tun bezüglich des kontralateralen Mammakarzinoms bei Check-2-Mutationen, wenn es nicht die 1100 Del-C ist, für die gezeigt wurde, dass das kontralaterale Brustkrebsrisiko erhöht sein kann. Und deshalb ist es wichtig, dass man diese Evaluation in prospektiven Kohorten durchführt und in puncto präventive Maßnahmen interessiert, da insbesondere Maßnahmen wie Früherkennung und risikoreduzierende Operationen. Und dazu wird ein Kernelement
ein neues Register sein. Und dieses Register wird als Zusatz zu den existierenden Krebsregistern sein und die harten Endpunkte beleuchten, nämlich Inzidenz, Morbidität, Mortalität und Quality of Life. Das ist das Register. Es wird sozusagen deutschlandweit ausgerollt. Es ist ein nationales Register, um diesen gemeinsamen Nutzen von klinischen und genetischen Daten zu beleuchten. Genau die Wissenslücke, die ich Ihnen eben gezeigt habe, und ist im Prinzip ein Paradigma für die wissengenerierende Versorgung auf dem Gebiet der risikoadaptierten onkologischen Prävention. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung wird das Ganze unterstützen. Ich zeige Ihnen nochmal diese Folie, die Daten des Früherkennungsprogramms aus Deutschland haben Sie letztes Jahr gehört. Ich möchte Ihnen aber nochmal ganz klar zeigen, was wir auch gelernt haben nach den 4.500 Frauen, die untersucht worden sind als gesunde Mutationsträgerin BRCA1/2 und Nicht-Mutationsträgerinnen, nämlich ja, die hervorragenden Daten, das heißt Früherkennung gelingt. Wir haben in 85-95% bei den Mutationsträgern und 94% bei den Hochrisikofrauen ohne Mutationsnachweis frühe Tumorstadien und bis zu 97% nodal negativ. Aber wir haben noch keine Daten zur Mortalitätsreduktion. Auf die werde ich gleich nochmal kommen. Da gibt es auch Anleihen, wo wir schauen können, dass es auch für Deutschland wichtig sein wird und richtig sein wird. So. Aber was wichtig ist und womit wir in die Beratung hineingehen, ist Thema Nicht-Schadensprinzip. Wir haben ein effizientes Früherkennungsprogramm. Wir müssen aber mit den Frauen besprechen, dass wir auch ein Schadenspotenzial auch in der Früherkennung haben. Wir führen 1000 MRTs durch und 100 von denen sind auffällig. Sprich, die Info vorab, 10% der MRTs sind auffällig. Aber selbst bei den Mutationsträgerinnen können wir den Frauen schon vor Einstieg in das Früherkennungsprogramm sagen, dass nur 30% dieser Auffälligkeiten auch wirklich Krebs sind. Ja, und hätten wir die Daten sozusagen nicht aufgenommen und ausgewertet, dann wäre das hier so weitergegangen und wir wüssten, dass wir natürlich immer die 10% auffällige Befunde haben, das ist methodenimmanent, aber aufgrund der niedrigen Prävalenz in der Gruppe der BRCA1/2 nicht positiven Frauen finden wir bei denen, wenn wir die 100 Fälle abklären, nur 6 Brustkrebsdiagnosen. So kann das nicht weitergehen und da gibt es jetzt auch Änderungen in der Risikoschwelle zum Eintritt in dieses intensivierte Früherkennungsprogramm und selbstverständlich muss auch das wieder evaluiert werden, ob es den Frauen hilft, ja oder nein. Und wird es denn eines Tages mortalitätsreduzierend sich zeigen? Ich glaube schon, denn wenn Sie sehen, hier aus der MAREPS-Studie ist es so, dass in der Gruppe der Frauen, die MRTs bekommen haben und Mutationsträgerinnen sind, die Gruppe war, die im Vergleich zu Nichtstun und nur Mammographie machen, einen Überlebensvorteil hatten. Bitte gestatten Sie einen kurzen Schlenker auf die Männer. Das ist uns deshalb sehr wichtig. Wir haben diese Folie extra mal aufgenommen, weil es durchaus Anrufe gibt zu soll ich jetzt bei dem Mann, den ich gerade operiere im OP, die Mamille auf der kontralateralen Seite mit wegnehmen oder nicht? Erst habe ich es gar nicht verstanden. Also es ging um die Frage kontralaterale prophylaktische Operation bei einem BRCA-Mutationsträger. Ja, wir wissen es nicht, keine Ahnung. Wir haben sicher nicht solche Daten wie, und das kann man 100% sicher sagen, wenn man ein Mammakarzinomrisiko von 1% für BRCA1-Männer hat und 7% lebenslang für BRCA2, wie hoch soll denn das kontralaterale Risiko sein? Wie sehr soll man es denn durch eine prophylaktische OP reduzieren? Ja, gar nicht. Insofern darf ich Sie auf eine wichtige Sache hinweisen und wir vergaloppieren uns dann nicht in den Bereich der Urologen, aber Männer mit BRCA2-Mutationen haben ein je nach Lesart 2- bis 8-fach erhöhtes Risiko für Prostatakrebs vor dem 65. Lebensjahr und zwar aggressivste Tumorverläufe. Insofern haben wir uns dazu aufgeschwungen, unten den Begriff Vergleich mit den Empfehlungen zum Prostatakarzinom in der S3-Leitlinie der Urologen zu ziehen und die Früherkennungsmaßnahmen dort zu machen. Chirurgische Prävention bei Gesunden, das sind die Neuerungen, die wir eingefügt haben. Wir haben jetzt definitiv reduziert das Brustkrebsinzidenz und Mortalität, der Eingriff der risikoreduzierenden Salpingo-Oophorektomie herausgenommen. Warum haben wir das gemacht? Schon letztes Mal hat sich angekündigt, dass es Daten gibt, die zum Teil als 50% beschriebene Risikoreduktion für das Mammakarzinom bei Mutationsträgern nach diesem Eingriff, dass die sich nicht halten lassen. Aber die Kotsopoulos-Arbeit hatte lediglich 3 Fälle, die beobachtet wurden an Brustkrebserkrankungen und waren definitiv nicht ausreichend, um hier schon eine Streichung vorzunehmen. Aber wir haben jetzt
eine neue Arbeit, die ich Ihnen zeigen möchte. Und hier sehen Sie, dass die Salpingo-Ophorektomie als risikoreduzierender Eingriff für die Eierstockkrebsinzidenz, Mortalität und die Gesamtmortalität keinen Einfluss auf die Brustkrebsinzidenz hat. Ja, definitiv nicht für BRCA1-Mutationsträgerinnen, und bei BRCA2 gibt es nur einen marginalen Effekt. Und Sie sehen hier, da haben sich die Autoren sehr zurückgehalten, Sie sehen hier ein Konfidenzintervall mit der oberen Grenze von 0,99 fünf Jahre nach dem Eingriff. Und das hat dazu geführt, dass man da sehr vorsichtig und sagt, ist und sagt, naja, vielleicht zeigt es sich für die BRCA2-Mutationsträger nochmal. Lassen Sie mich kurz nochmal zurückspringen. Hier gibt es ja noch eine zweite Änderung, und die ist ja auch bemerkenswert. Deshalb steht sie ja sozusagen da auch, die risikoreduzierende bilaterale Mastektomie. Sie reduziert die Brustkrebsinzidenz. Und wohlgemerkt, wir sind bei der bilateralen, wenn Sie jetzt denken kontralateral, ja, da reduziert die kontralaterale prophylaktische Mastektomie bei den Mutationsträgerinnen das Risiko zu versterben. Weiterhin, für die bilaterale war das bisher nicht gezeigt worden. Und deshalb gibt es jetzt einen neuen Punkt, weil wir haben neue Daten, dass die Mortalität sowohl brustkrebsspezifisch als auch Gesamtmortalität bei BRCA1-Mutationsträgerinnen gesenkt wird durch diese bilaterale risikoreduzierende Mastektomie. Und die Daten sehen Sie hier. Sie sehen in einem Follow-up von 10,3 Jahren und wirklich vielen Fällen, Sie sehen 1700 BRCA1, von denen über 700 den Eingriff gemacht haben, und eine große BRCA2-Kohorte. Und Sie sehen, dass das Overall-Survival und das brustkrebsspezifische Survival bei den BRCA1-Mutationsträgern verbessert ist, aber bei BRCA2 finden Sie das nicht. Und Sie sehen, dass die Kurven praktisch deckungsgleich verlaufen, und bei der brustkrebsspezifischen, bei dem Überleben, finden wir 98% in der Beobachtungsgruppe, also in der Surveillance, und 98% in der Surveillance und 100% in der Gruppe der prophylaktisch Mastektomierten. Und hier sehen Sie praktisch das geänderte Slide für den Punkt der risikoreduzierenden Salpingo-Ophorektomie schon in vollendeter Form bei den Erkrankten. Nur damit Sie sehen, hier ist das auch vollends mit eingeflossen. Für diese Frauen gilt dasselbe in Bezug auf die Risikoreduktion für Brustkrebs. Und selbstverständlich darf auch ich nochmal den Appell an Sie richten, dass wir ja schon vor zwei Jahren die Testung der metastasierten HER2-negativen Frauen dort positioniert haben in unserem Kapitel, da wir gesagt haben, die Zulassung für Olaparib stand an und für Talazoparib wird sie wohl kommen. Insofern darf ich auch nochmal den Appell an Sie richten, diese Frauen auf BRCA zu testen. Vielen Dank. Ja, lieben Dank für die Zusammenfassung und die spannenden Daten. Hat sich 2019 ja wirklich viel getan. Vielleicht die erste Frage erstmal von mir, die kam aus dem eigenen Haus. Eine Patientin, die eine beidseitige Adnexektomie durchführt, aber im Moment nicht die Mastektomie machen möchte. Wie schaut es aus mit Hormonersatztherapie? Naja, was die bisherigen Daten sagen, dürfen wir sie ja sozusagen ungehindert machen, weil die Voruntersuchungen ergeben haben, dass die Hormonersatztherapie bei den Frauen nicht zu einer Brustkrebsrisikoerhöhung führt. Und dabei würde ich auch tatsächlich bleiben wollen. Wobei man anhand der Daten, wenn du jetzt darauf anspielst, dass man sich überlegen muss, wo kommt das denn jetzt her, dieser Effekt aus der prophylaktischen Salpingo-Ophorektomie, sagen muss, die Frauen mit BRCA2 erkranken ja später. Das heißt, da müssten wir höchstens diskutieren, sollte man diese HRT über 50 hinaus ausdehnen? Und dafür muss ich ganz klar sagen, nein, dafür haben wir überhaupt keine Daten, und da wäre ich extrem vorsichtig. Also bis zum 50. Lebensjahr. Unbedingt, und man sollte sie zum derzeitigen Zeitpunkt als indiziert erachten, weil sozusagen den Malus, also das, was sich die Frauen da einkaufen, indem man prämenopausal die Hormone entzieht, das ist nicht gerechtfertigt. Fragen aus dem Publikum? Christoph? Frage, vielleicht erst die Anmerkung. Ich glaube, es ist heute noch nicht gesagt worden in diesem Zusammenhang. Also wunderbarer Vortrag nochmal. Und du stehst hier auch als Exponent eurer Arbeitsgruppe mit Rita Schmutzler an der Spitze. Und ich
denke, das wissen alle, die beim Krebskongress waren und die Websites lesen, aber Rita Schmutzler hat mit eurer Arbeitsgruppe den Deutschen Krebspreis bekommen für die translationale Forschung. Ich denke, das gehört einem kräftiger Applaus dafür. Christoph, erlaube mir dazu eine Bemerkung. Und ich fand es so, ich durfte bei dieser Verleihung dabei sein und ich fand es ganz toll, dass sie eben jetzt nicht gesagt hat, um Köln und die Arbeitsgruppe, und das ist es genau nicht, sondern es ist das Konsortium und es ist nicht das Konsortium, sondern es sind Sie. Wenn ich so viele Gesichter hier sehe, mit denen kooperiert wird in den einzelnen Zentren, dann muss man sagen, sowas gelingt nur, wenn alle zusammenarbeiten. Insofern, und das hat sie sehr deutlich gemacht, das wollte ich nur sagen, also der Dank geht zurück. Und da werfe ich nochmal zurück, den zweiten Krebspreis hat ja Andreas Dubois bekommen mit der Arbeitsgruppe OVAR, wo genau das gleich gezeigt worden ist, insofern passt das genau. Ich glaube, wir als Gynäkologen haben ganz gut gezeigt, was geht. Zu meiner Frage nochmal, du hattest es kurz erwähnt, dass die kontralaterale Mastektomie würde bei den BRCA-Mutationsträgerinnen die Mortalität senken, auch wenn sie erkrankt sind. Nun gibt es eine Cochrane-Analyse, die das ganz interessant interpretiert hat. Die hat gesagt, ja, univariat stimmt das, aber wenn man es multivariat auswertet, dann fällt der Effekt raus, wahrscheinlich weil diejenigen, die eine kontralaterale Mastektomie vornehmen lassen, auch meist eine bilaterale Salpingo-Ophorektomie haben vornehmen lassen, sodass die Mortalitätssenkung nicht so sehr an der Brustkrebsinzidenz liegt, sondern an der verringerten Ovarialkarzinom-Inzidenz. Ja. Passt, oder? Kann ich nur unterstützen, ja. Wobei man eben auch, und das ist sowas, das ist auch so ein Herzensanliegen, diese Arbeit hat das ja tatsächlich gezeigt über alle Gruppen. Unten stand dann, den höchsten Benefit haben die Frauen, die es nicht gibt, nämlich die 40-Jährigen, die an einem nicht-triple-negativen, nicht-chemotherapiebedürftigen Mammakarzinom erkrankt sind, das nicht G3-differenziert ist. Das sollte nur noch mal auch darauf abziehen, dass man gerade bei so einer Entscheidung immer sehr die Prognose dieser Frauen im Auge haben muss. Sprich, was kommt denn eigentlich aus dieser anderen Erkrankung heraus? Das vielleicht auch noch mal als Kontakt. Aber das, was du gesagt hast, dem kann ich nur zustimmen. Das hätte ja für die Beratung einen wichtigen Punkt. Man würde sagen, pass mal auf, kontralaterale Mastektomie können wir machen, BSO müssen wir machen. Ja, man muss jetzt gucken, ja. Ja. In Matter of Time, ja. Wir haben ja auch die Frauen, die zurückkommen aus der Beratung bei Ihnen mit einem erhöhten Risiko, aber ohne BRCA-Mutation oder eine andere Mutation. Ja. Sehen Sie da Raum für eine medikamentöse Prophylaxe? In Amerika wird die ja wesentlich häufiger gemacht als hier, habe ich zumindest den Eindruck. Da bin ich sehr, sehr vorsichtig. Wenn ich sehe, was wir dort an Karzinomen gefunden haben, wenn Sie sich an die Folie aus der Früherkennung denken, dann ist die Karzinominzidenz in dieser Gruppe sehr niedrig. Und ich würde mich fragen wollen, ob wir da überhaupt einen Effekt sehen. Wir machen ja eine Präventionsstudie mit Denosumab bei den BRCA1-Mutationsträgerinnen und haben da sehr stark darauf geachtet, wie hoch ist denn die Inzidenz dieser Karzinome. Und die liegt bei 2% pro Jahr in diesem Alterszeitraum. Und an solche Zahlen kommen wir da nicht heran, sodass ich wieder in Risiko-Nutzen-Abwägung denken würde, wahrscheinlich ist bei diesen Frauen das Risiko tatsächlich noch zu gering und wir müssen gucken, ob wir da noch bessere Selektionskriterien haben. Ja, und die kommen, das darf ich auch ankündigen, die genetischen und nicht genetischen Risikofaktoren haben Einzug in die Klinik. Die Panels werden jetzt erweitert um den sogenannten Polygenic Risk Score, das sind Einzelgenveränderungen, auf Einzelgenebene Veränderungen im gesamten Genom und es gibt niedrige Risikofaktoren, nicht genetische Risikofaktoren, die auch in die individuelle Risikoberechnung hereingehen. Es gibt neue Berechnungstools. Es tut sich da unheimlich viel. Da muss man wirklich dann auch am Ball bleiben, um auch den Frauen mit Nicht-Mutationsnachweis hier individueller und risikoadaptierte Präventionsmaßnahmen zur Verfügung stellen zu können.